Seid gegrüßt, liebe Menschen. So, mal sehen, wie die Qualität wird. Es ist nachts nach um zwei und ich bin jetzt fertig mit meinen Ausarbeitungen. Ich habe nämlich die nächsten Tage ganz schön viel anderes schon vor. Und da war das jetzt gar nicht so eingeplant, dass ich da doch nochmal ein bisschen nachlege und nacharbeite. Auf der anderen Seite habe ich ja genau das gewollt und also ohne viel drüber nachzudenken halt, ne? Aber ich habe dann sehr stark gemerkt, doch, das ist mir schon sehr wichtig, dass es inzwischen schon einige Menschen mehr interessiert, dass einige Menschen mehr dafür offen sind, für dieses Wissen und dass einige Menschen mehr begriffen haben, dass das wirklich zur Lösung beitragen kann, sämtliche Probleme, die wir Menschen im Moment auf der Erde haben. Wirklich sämtliche Probleme. Es ist ein Grundwissen, ein Grundprinzip, mit dem wir in alle Richtungen arbeiten können. Ich habe ja schon erzählt, dass alle Elemente in allem vorhanden sind. Egal welches Thema, welchen Bereich wir da als Beispiel nehmen, wir können überall die Elemente wiederfinden, denn es ist alles aus diesen Elementen entstanden. Und die Elemente wiederum sind aus Akasha entstanden, aus allem, was ist. Und deshalb ist das so ein Grundwissen und es ist nicht nur so einfach so irgendein Grundwissen, sondern es ist unser Ahnenwissen, unser uraltes Wissen, was uns ausgeprügelt wurde, wofür wir gefoltert wurden, verbrannt wurden, getötet wurden und so weiter. Und das Wissen ist nicht weg. In Akasha verschwindet überhaupt nichts. In Akasha kann nichts verschwinden. Es ist noch da. In der Astral- und vor allen Dingen in der Mentalebene, oder anders gesagt, im Akasha, im Äther, ist der Zugang und ist das Wissen vorhanden. Wir Menschen brauchen nur wieder den Zugang öffnen. Und das erreichen wir zuerst mit Wissen, dann beschäftigen wir uns jeder für sich und wir miteinander tiefer mit diesem Wissen, sodass wir Erkenntnisse, Weisheit austauschen können. So sparen wir nämlich sehr viel Zeit. Wir haben jetzt nicht unbedingt, vielleicht doch, aber es fühlt sich so an, als hätten wir jetzt nicht unbedingt 30 oder 50 Jahre Zeit, um dieses Wissen zu begreifen. Vielleicht bekommen wir das in der heutigen Zeit, im Hier und Jetzt, viel schneller hin als noch vor 50 Jahren oder noch vor 100 Jahren. Vielleicht auch nicht. Ich denke aber, wir haben eine gute Unterstützung und es ist für viele möglich, schneller dieses Wissen zu begreifen. Vor allen Dingen, wenn wir gemeinsam arbeiten und mitmachen, aktiv sind. Das ist keine Erwartung und keine Voraussetzung. Ich bin schon sehr, sehr froh über jeden, der bereit ist zuzuhören und es für sich zu verinnerlichen und für sich damit zu arbeiten. Er muss es nicht öffentlich machen, er muss es nicht in meinem Kanal machen. Ich bin aber umso mehr auch dankbar für alle, die da mitmachen, aktiv, also in Form von Kommentaren. Für alle lesbar, für alle nutzbar, die lernen wollen und sich weiterentwickeln wollen. Und die Fragen haben. Jeder, der damit macht, völlig egal, an welchem Punkt er sich gerade befindet, es hilft. Wir können uns dann miteinander damit auseinandersetzen, was jeder dann so für Erkenntnisse oder Gedanken dazu hat. Oder eben durch Meditation, zu was er da gekommen ist. Es ist sehr gut, wenn ihr das schreibt, finde ich. Also, weil es hilft auch anderen. Und falls ich mal nicht so die Zeit habe, auf jede Frage zu antworten oder auf jedes Kommentar, freue ich mich auch sehr, wenn ihr untereinander euch da vielleicht helfen könnt. Wer sich in etwas schon sicher ist, kann dem anderen, der fragt und lernen will, helfen. Wer sich noch nicht sicher ist, der kann aber trotzdem mit anderen sich austauschen. So kann man sich gegenseitig zu Erkenntnissen verhelfen. Bewegung, Kommunikation, Vermittler, Luft, Kommunikation, Vermittlung. Und das sollten wir halt nutzen, Kommunikation, die Verbindung.
und die ist ja da. Gut, also ich bin da sehr, sehr dankbar. Das möchte ich auf jeden Fall schon mal gesagt haben. Seid da nicht so scheu, traut euch was und seid aber dennoch bewusst beim Schreiben und achtsam und rücksichtsvoll und mitdenkend. Sich auch in den anderen, wenn man jetzt jemanden speziell anspricht, sich da auch immer versuchen mit hineinzuversetzen. Also nicht nur von sich ausgehend, sondern auch von dem anderen ausgehend. Berücksichtigen, in welcher Situation und bei welchem Punkt er ist, derjenige. Es kann auch mich betreffen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe nicht sehr viel Zeit für Privatkontakte. Ich habe ja durchaus Zeit und für Privatkontakte auch und ich lasse auch immer wieder was zu. Aber nicht alles auf einmal und nicht ohne Grenzen oder ohne Prüfung. Ich muss prüfen. Ich muss es halt so machen. Wer das verstehen kann, der hat eine gute Ausstattung schon mal, was Mitgefühl betrifft. Diplomatie. Gewissen. Manche haben aber eben immer noch so mehr so den Ego-Antrieb. Ja, na gut. Und einer von unserer Dorfschule, ganz, ganz fleißig und ganz lieb, hat sich seine eigenen Stichpunkte gemacht, hat seine eigene Tabelle verfasst und hat da mal alles, was er bis jetzt gefunden hat, was man bei den Elementen einordnen kann, da zusammengetragen und eben in eine Tabelle verfasst und diese uns mitgeteilt. Und das ist unser lieber Marc. Also vielen lieben Dank dafür. Das ist sehr vorbildlich. Das ist das, was ich, ohne es wirklich zu machen, aber doch ohne, also ohne Bewusstsein, unbewusst mir wünsche. Ich merke es dann in dem Moment, wo es da ist. Oder ich merke es in dem Moment, wo die Reaktion eben fehlt und wo gar nichts weiter kommt. Es war erstmal ganz merkwürdig mit den letzten zwei Videos. Es gab so viel Ruhe, so viel Schweigen. Vielleicht konnten manche keine Kommentare schreiben. Es ist ja auch rausgekommen, dass einige Kommentare für manche nicht lesbar sind, auch für mich zum Teil. Andere können es lesen, ich nicht. Vielleicht stehen ja da viel mehr Kommentare, als ich sehen kann. Also es ist gerade ein bisschen merkwürdig. Vielleicht ist es aber auch einfach schwieriger Stoff und man weiß erstmal gar nicht viel dazu zu sagen und verarbeitet das erstmal für sich. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, dass es etwas stiller war bei den Kommentaren insgesamt. Ja. Jedenfalls, der Marc hat uns alle darum gebeten, mal auf diese Tabelle, auf seine Zusammenfassung, auf seine Punkte, die er gesammelt hat, zu schauen und da eventuell was zu ergänzen. Oder eben vielleicht auch zu korrigieren oder dass man da sich austauscht, wo man da nicht sich einig ist. Er hat ja einiges mit Fragezeichen versehen und ist sich da selber noch nicht so ganz sicher. Aber ich finde das sehr mutig und richtig, so zu handeln. Erstens, dass man sich aus dem Buch oder aus dem Erhörten durch die Videos, und er hat auch eine PDF verlinkt von dem Buch Franz Bardon, Der Weg zum wahren Adepten, um das es ja geht, auch in diesem Video nochmal. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, da hat er eine PDF verlinkt auch und er konnte es selbst aber noch nicht von der Zeit her überprüfen, ob das jetzt identisch ist mit dem Buch. Wenn jemand die Zeit hat, er hat das Buch und er hat die Zeit, das Buch mit dieser PDF, die Marc verlinkt hat, zu vergleichen, dann wäre das dann, und er kommt zu dem Ergebnis, das stimmt, je nachdem vielleicht auch welcher Verlag, ob der Bauer Verlag oder der aus Wuppertal. Aber dann kann man dann halt vielleicht dann sagen, wenn das Ergebnis positiv ist, das ist ein Link, den wir vertreten können, den wir weitergeben können. Wenn jemand fragt, hey, wie kann ich denn irgendwie das Buch selber lesen, ich kann es mir nicht kaufen, weil die Preise extrem sind oder weil es eben kaum noch auf dem Markt zu erhalten ist. Da braucht man Glück oder sowas. Ja, also das wäre schön, das wäre eine Fleißarbeit. Und wer vielleicht Zeit übrig hat, der kann sich selber, das nützt ihm selber was, weil er sich dann nochmal sehr intensiv mit jedem Satz im Buch beschäftigt.
Und dadurch das auch mehr noch verinnerlichen kann durch diese intensive Arbeit, wenn man es doppelt liest, dann auch, ne? Und zum anderen tut er vielen anderen Menschen einen großen Gefallen, eine gute Tat. Also mal schauen, ob sich das irgendwann ergibt. Manche schauen sich ja diese Videos vielleicht auch später an. Nicht gleich. Immer dann, wenn die Zeit reif ist und der Moment eben der richtige ist. Ich möchte einfach, dass die Videos da sind und dass man also jederzeit darauf zugreifen kann. Möge das weiterhin so funktionieren. Jo, jetzt gehe ich mal in seine, also ich habe mir das ja abgeschrieben, ich kann nichts ausdrucken, kein Drucker. Und ich habe mir das per Hand abgeschrieben, das sind dann so 5 Blätter voll, 5 Seiten. Und ich gehe da jetzt mal so grob durch. Ich werde jetzt nicht alles genau wiederholen, was da steht. Wer das also genauer wissen will, der kann sich das runterladen und am Handy lesen. So habe ich es ja auch gemacht. Oder sich eben ausdrucken. Und was eben wirklich was bringt, ist eben, dass sich selbst Notizen machen. Etwas nochmal lesen. Ich lese manchmal eine Seite von Franz Baden auch 3-mal hintereinander. Und gerade wenn man sich dann Stichpunkte rausschreibt, da muss man nochmal und nochmal den Satz lesen und oder den ganzen Zusammenhang nochmal lesen und indem man das macht, begreift man es viel mehr, als dass man es, also das ist kein Buch zum hintereinander weglesen wie ein Roman oder so. Und es fällt ihm dann jedes Mal wieder noch was Neues auf, wenn man es nochmal liest und nochmal liest. Das muss auch nicht hintereinander sein, das kann auch nach ein paar Monaten sein, dass man das Buch nochmals nimmt und die Seite nochmal liest, das Kapitel nochmal liest. Also das schreiben mir ja auch immer wieder viele, dass sie jedes Mal wieder nochmal was Neues verstanden haben oder erweitert verstanden haben, zusätzlich verstanden haben. Oder dass etwas entfallen war und jetzt wieder klar ist. Geht mir selber auch manchmal noch so. Ja, genau, war ja auch sehr schön wegen dem Licht, dass wir da nochmal dieses Klare haben, dass durch die Dunkelheit ist Licht erkennbar. Ja. Also lest euch gerne die Kommentare von Marc durch und beschäftigt euch möglichst gern mit den Links, ja? Also das eine ist die PDF, das andere ist seine Tabelle, seine Zusammenfassung. So, jetzt gehen wir aber wirklich mal da rein. Also erstmal hat er zum Akasha- und Ether-Prinzip einiges zusammengefasst. Da gehe ich komplett mit. Kann ich alles abhaken. Und ich möchte noch ergänzen den kurzen Satz oder den Stichpunkt Akasha ist alles, was war, ist und sein wird. Oder alles, was war, ist und wird. Beziehungsweise auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jo. Dann auf der letzten Seite dann, das habe ich aber jetzt gleich am Anfang schon mit hingemalt, hat er eine schöne Skizze oder wie man das nennt, ein schönes Bildnis gemacht von ja, von der Quintessenz Akasha und den 4 Elementen und das aber in Verbindung miteinander. Das finde ich sehr schön und das sind auch noch einige Stichpunkte dazu. Auch das Ziel steht dann da. Das Ziel dieser Schulung und sich mit diesem Wissen beschäftigen, um zur Weisheit zu gelangen, ist Ausgeglichenheit aller Elemente und dadurch Ausgleich der Fluide. Ausgleich, ein anderes Wort für Harmonie. Ausgleich der Fluide, Ausgleich der Elemente, Ausgeglichenheit an sich, in allen Ebenen. Ja, also das ist ganz hübsch. Ich finde es überhaupt sehr hübsch gemacht so. Auch dass die Tabellen farblich sind, weil man ja, wir haben ja das, ich habe ja mal in einem Video das Bild, also die Tarotkarte des Magiers gezeigt. Und da kommen ja auch die Farben vor, die man dann so den Elementen zuordnen kann. Man muss das jetzt aber nicht so machen. Das Beste ist immer, man kommt eines Tages an den Punkt, in die Stufe, in die praktische Stufe, wo man es selbst wahrnehmen kann und selbst sehen kann. Dann weiß man es für sich selbst ganz sicher, durch eigene Erfahrung. Aber das geht eben nur tippeltappeltur und wir sollen niemals eine Stufe überspringen. Also fangen wir schön mit Stufe 1 an und um Stufe 1 zu bewältigen, brauchen wir das erstmal wirklich das gesamte Theoriewissen.
Ohne dem kommen wir nicht weiter und das brauchen wir auch nicht. Erst müssen wir, also sollten sehr viele und alle, die wollen, in meinem Kanal da das alles begreifen, ohne dass noch zu viele Fragen da sind. Solange da noch sehr viele Fragen sind, sollten wir uns erst damit beschäftigen, ehe wir weitergehen. Ja. Und dann geht's mit der Tabelle los. Er hat es also eingegliedert in der Reihenfolge Feuer, Luft, Wasser und Erde. Und er hat auch das Geheimnis des vierpoligen Magneten und des Tetragrammaton, also das Yod-He-Vav-He, da noch mit eingeordnet. Sehr schön. Da hat er damit schon sehr viel verraten. Dann, ich weiß nicht, ob er da selbst drauf gekommen ist. Marc, bist du da selbst drauf gekommen oder hast du das irgendwo her? Das fand ich gut, dass du das da schon mit dazu geschrieben hast. Ja, dann die erste Zeile Häkchen komplett. Zweite Zeile komplett Häkchen. Dritte Zeile komplett Häkchen. Dann haben wir die Grundeigenschaften der Elemente. Und da könnte, also würde, also mach das, wie du willst, ne? Aber da ist mir so aufgefallen, dass. Also du schreibst ja immer am Rand hin, um welches Thema es sich jetzt da handelt, wo man die Elemente einordnen kann. Ob es jetzt eben die Astralebene ist oder ob es die Jahreszeiten sind oder die Himmelskörper und so weiter und so fort. Und bei den Grundeigenschaften der Elemente, ja, so fängt das eben auch an im Buch. Das kommt aber später dann immer wieder mal. Und so ist es auch in der Tabelle, dass es dann später nochmal die Grundeigenschaften allgemein gibt. Einfach die Grundeigenschaften steht dann nochmal da. Und man könnte das vielleicht zusammenfügen. Und ich habe das dann, das lese ich dann mal vor, ich habe das dann mal so gemacht, dass man ein bisschen mehr von den Eigenschaften in eine Tabelle bekommt, dabei aber untergliedert nochmal klarer. In grobmaterielle Ebene, also der Körper, in Astralebene Seele, das hat Marc auch schon dann gemacht, und die Geistebene, die Mentalebene. Dass da das jeweils nochmal in dieser Ebene genauer benannt wird, was da jetzt zugehörig ist. Also Grundeigenschaften der Elemente kann man so an sich schon mal ein paar nennen, die wirklich in jeder Ebene gelten. Also wenn man welche findet, die wirklich in jeder Ebene wieder auftauchen und gleich sind, diese Bezeichnungen, auch die Wörter, wenn die stimmig sind in allen drei Ebenen, dann kann man sie auch als Grundeigenschaften so eintragen, völlig egal in welcher Ebene, einfach als Grundeigenschaften der Elemente. Zum anderen sind manche eben eindeutig eben nur einer gewissen Ebene zuzuordnen. Da komme ich dann später nochmal drauf, wenn wir dann da bei dieser Spalte angekommen sind. Ich habe am Anfang ein bisschen viel geredet, jetzt sind wir schon bei 18 Minuten. Naja, jetzt gebe ich mal ein kleines bisschen Gas. Als nächstes kommen dann die Chakren. Das ist, auf jeden Fall ist das die, also wenn man von Chakren spricht, ist es auf jeden Fall die Astralebene. Bei der Astralebene haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Einmal ist es die indische Terminologie. Dann haut das nicht ganz so exakt hin. Ich bin aber ja eh nicht ganz so immer einverstanden mit dem. Also da sind viel, ist vieles identisch und deckt sich viel mit dem indische Veden oder halt an sich die Veden oder auch die medizinische, das medizinische, na, Kontinent, asiatische Wissen. Allgemein zusammengefasst, das asiatische Wissen. So, und überhaupt auch gibt es ja dann auch noch die anderen Naturvölker, wo wir noch Wissen überliefert haben, wo sich immer wieder sehr viel deckt und wo immer wieder auch von diesen Zentren gesprochen wird. Wo jetzt was so genau ist, da gibt es wirklich verschiedenste Angaben. Franz Baden hat eben dafür die indische Terminologie erwähnt und da wäre das dann aber nicht ganz stimmig, wie es hier so in der Tabelle steht, zum Teil. Deswegen, das wäre dann nochmal so ein, entweder man geht nochmal in die indische Terminologie rein. Das könnte ich später nochmal machen. Und da das dann nochmal zuordnen, so, zu den Elementen speziell.
Und dann habe ich später das nochmal irgendwo. Ich komme dann nochmal dazu. Wo habe ich es denn? Warte, ich mache mal kurz Pause. Such das mal. Ja. Gut, also von den Chakren her ist das die einzige Quelle, die wir jetzt so vom Buch her nehmen können. Aber da gibt es nämlich gar nicht so viel weitere Aussagen zu den Chakren so. Oder ich muss nochmal in das Kapitel dann im Buch nochmal speziell reingehen. Das könnte ich auch nochmal machen. Also zu den Chakren, das hebe ich mir mal nochmal auf. Ja. Und dann gibt es aber noch die okkulte Anatomie des Körpers. Also da halt eben nochmal so den Bezug zu den Regionen des Körpers. Das kommt nämlich dann auch in der Tabelle weiter unten dann vor. In der Tabelle weiter unten kommt es vor, Körperregionen heißt die Spalte. Und da könnte man also das nochmal mit der okkulten Anatomie des Körpers nochmal ordentlich in Ordnung bringen, weil es ist nicht so 100% stimmig, was in der Tabelle so steht. Einerseits ja, einerseits nein. Kommt drauf an. Es hat dann auch immer noch ein bisschen was mit der Ebene zu tun. Aber jetzt steht hier Körperregionen und da, naja, da haut das nicht so ganz exakt hin, aber zum Teil ist es richtig. Aber ich werde also deswegen unbedingt nochmal, was ich ja jetzt erstmal weggelassen hatte in den ersten zwei Teilen, die okkulte Anatomie des Körpers vorstellen, wie sie im Buch steht. Dann können wir das besser einteilen mit den Körperregionen, weil so leicht ist das nie einzuteilen. Und dann gibt es noch etwas anderes, nämlich das Mondwissen. Kurz gesagt, das Mondwissen zu den Körperregionen. Und zwar gibt es da auch eine ganz klare Zuteilung. Wenn der Mond in einem gewissen Sternzeichen steht, wird das wiederum auch einer Körperregion zugeordnet. Und das Sternzeichen ist ja wiederum einem Element zugeordnet. Und so könnte man anhand des Mondwissens zu den Elementen und Körperregionen gleichzeitig kommen. Das kann ich auch mal vorlesen. Ich habe dann noch so Ergänzungen. Das kommt dann eben erst zum Schluss. Erstmal gehe ich durch die Tabelle weiter. So, jetzt war ich aber schon ein bisschen vorne weggesprungen. Eigentlich waren wir bei den Chakren. Dann, ach ja, hier, das ist gar nicht von dir die nächste Spalte, sondern die habe ich ja. Da steht ja meine Ergänzung davor. Jetzt habe ich's. Ich habe die ganze Zeit gewusst, irgendwas fehlt da noch. Und zwar, um es nochmal kurz zu machen, wie, also in der. Weil die Chakren sind ja sozusagen die Astralebene und hat was mit der Aura zu tun. Und die Körperregionen, das ist ja körperlich, also grobstoffliche Ebene. Und da sagt Baden ganz klar. Ach ja, und da habe ich eine Textstelle, da muss ich mal schnell die Seite aufblättern. So, jetzt einfach nur mal klar hier für den Nachweis. Das ist das Buch, um was es geht. Der Weg zum wahren Adepten von Franz Bardon. Ich das auch mal auf Film mal wieder habe. So. Und da möchte ich auf der Seite 41 etwas vorlesen. Eingeweihte aller Zeitalter haben die Wirkung der Elemente niemals eingehend beschrieben. Wahrscheinlich, um einen Missbrauch zu verhüten. Sie war ihnen aber genau bekannt. Den Menschen teilten sie in drei Grundbegriffe ein. Und weiter möchte ich jetzt erstmal nicht vorlesen, sondern den Rest mit eigenen Worten, und zwar sagt also Baden. Und das ist nicht nur Badens Wissen, sondern das, was uns lange geheim gehalten wurde vor uns, eine gewisse Zeit lang. Der Kopfbereich, der gesamte Kopfbereich wird dem Feuerelement zugeordnet, in der Körperebene. Die Brust, der Brustbereich, der gesamte Brustbereich wird der Luft zugeordnet in der Körperebene. Und der Bauch komplett wird dem Wasser zugeordnet in der Körperebene. Und der ganze Körper, der ganze komplette Körper wird dem Element Erde zugeordnet. So, das ist jetzt aber die Körperebene, um es mal ganz schnell und zusammengefasst zu sagen. Mit der Anatomie des Körpers ist es dann ein bisschen komplizierter. Und mit dem Mondwissen wird es ein bisschen detaillierter. Ja, und das mit den Chakra ist eben Astralebene und da muss ich noch mal, da müssen wir nochmal extra reingehen.
Das lassen wir jetzt mal erstmal so offen. Jetzt geht's weiter. Dann kommen nämlich in der nächsten Spalte in der Tabelle die Tierkreiszeichen. Das stimmt alles. Und er schreibt bei manchen Sternzeichen, also je eins pro Element, dahinter, dass dieses dann kardinal ist. Kardinal bedeutet, es ist besonders wichtig oder hauptsächlich grundlegend ausschlaggebend. Wie bist du darauf gekommen? Sowas habe ich noch nie gehört. ich habe es immer ein bisschen auf meine Weise eingeordnet. Für mich selber so. Habe ich schon vor 20 Jahren so für mich so erkannt. Dass es eben immer den Erstgeborenen, den Zweitgeborenen und den Drittgeborenen gibt. Und dass das ein bisschen so ist wie, der eine haut die Idee raus, der andere sortiert und prüft, was davon brauchbar ist. Und der Dritte, der hat erstens die Aufgabe, es zur Vollendung zu bringen, zur Vollkommenheit, beziehungsweise hat er dann wiederum die Fähigkeit, von Idee bis Vollendung das komplett in sich zu erkennen oder die Fähigkeit zu haben oder das Wissen zu finden. Und die haben es immer ein bisschen schwerer und sind strenger mit sich selbst und strenger mit allem. Die dritten Zeichen, die Drittgeborenen. So, die Erstgeborenen sind die Frühlingskinder, sag ich immer so. Die sind unschuldig, die dürfen auch mal ins Fettnäpfchen treten, die dürfen auch mal Blödsinn machen, die sind dann trotzdem immer besonders geschützt, weil sie sollen auch mal ohne allzu hohem Verantwortungsgefühl Dinge einfach in die Welt setzen. Sonst, wenn nämlich nur Hochdisziplinierte existieren würden, dann würde überhaupt gar keine Abwechslung mehr da sein, weil ein drittes Zeichen schon im Voraus weiß, nee, das kannst du nicht machen, das hat das und das zur Folge und nee, nee, nee. Aber das Erstgeborene, das Frühlingskind, das soll das noch gar nicht so wissen. Also das heißt, im Frühling soll der Samen erstmal wild ausgeworfen und sein und aufgehen, wie es kommt, wie es funktioniert, wie es klappt. Und dann später kann man dann drüber schauen, das sind dann die zwei Zeichen, die so eher die Aufgabe haben zu sortieren, auszuwählen, was ist denn jetzt hier überwiegend und ausgeglichen oder unstimmig und so weiter. Und wie gesagt, die Dritten, die sollen den Gesamtüberblick haben. So habe ich es immer wahrgenommen und auch eben immer so erkannt bei den Menschen mit den jeweiligen Sternzeichen. Und meine Erfahrung ist ja so, dass ich früher überhaupt nichts wusste von Sternzeichen, sondern dass ich durch meine vielen Umzüge und immer wieder neuen Kontakten zu Menschen schon in der Kindheit, dass ich dadurch erkannt habe, na, ihr seid euch hier aber total ähnlich. Und ihr habt dann auch noch in derselben Zeit Geburtstag, das fiel mir dann später auf. Und dann erst kam ich zu dem Wissen, dass das Sternzeichen sind. Ich habe es also von allein erkannt, im Charakter, im Sein, im Verhalten, in Reaktionen der Menschen. Ja. Also die Elemente und die Tierkreiszeichen, das hilft ganz stark, um dann auch den Charakterspiegel besser zu bewältigen und es besser zu fühlen, zu kapieren, was mit den Elementen, also wie man die Elemente tatsächlich im Charakter wiederfinden kann. Da können wir noch zu sehr vielen Beispielen im Laufe der Zeit immer wieder mal kommen, was die Adjektive und die Substantive von den Eigenschaften betrifft, der Elemente, gerade im Charakter, gerade was die Naturelle, die Temperamente betrifft. Das machen wir aber heute nicht. Es wäre viel zu viel, das wäre schon ein Video für sich. Da gehe ich halt also heute nicht weiter drauf ein, auf die Beispiele in Form von Adjektiven, also von Eigenschaften. Oder halt Substantive, die eine Eigenschaft beschreiben. Fleiß oder Ausdauer, Strebsamkeit und so weiter. Also, ja, das lasse ich heute mal weg. Also das lasse ich alles einfach so stehen, wie es Marc in seiner Tabelle hat. Da können wir nochmal extra viel darüber sprechen, weil es manchmal ja auch nicht eindeutig ist und mehreren Elementen zugeordnet werden kann. Und wir wären da schon noch Profis drin. So, dann hat er auch, also in der nächsten Zeile dann beim Feuer Licht und Wärme. Und bei Luftbewegung, bei Wasser Dunkelheit und Kühle und bei Erde vierpolischer Magnet Erstarrung.
Das können wir dann auch noch mal besser einfügen in die drei Ebenen. Ist das, was ist davon Körperebene, was astral und was ist mental? Zum Beispiel die Erstarrung kann nur in der grobstofflichen Ebene sein, also in der Körperebene sein. Oder im Irdischen sozusagen. Ja, dann als nächste Zeile Magia Tarot, das stimmt genauso. Dann Geist, die Geist, also der Geist selbst, das stimmt auch absolut. Bei Wasser würde ich noch ergänzen, das ist das Geist-Ich. Und bei Erde hast du bei Bewusstsein-Ich, habe ich das Fragezeichen gemacht oder du? Ich jetzt gerade mehr genau. Also das Bewusstseins-Ich wird dem Element Erde zugeordnet und das Geist-Ich wird dem Element Wasser zugeordnet. Und alle vier Elemente zusammen ergeben den Geist, den wahren Geist, das Geist-Ich. Das Geist-Ich ist nicht das Geistbewusstsein. Und auch da kann ich dann noch was ergänzen. Ich habe also mir nochmal selber eine Tabelle gemacht, wo ich die Eigenschaften nochmal ganz speziell einordne in diese drei Ebenen. Und bei der grobmateriellen Ebene sind es tatsächlich die meisten Stichpunkte, die da rein können. Naja gut, ich will nicht vorneweg, weil das kommt dann eh noch. Ich gehe einfach weiter durch. Dann kommen die Sinne. Feuer. Sehen, das stimmt. Luft, Gehör, Wasser, Haut oder Gefühl, also fühlen auf jeden Fall, ja. Und also Haut, das ist dann schon wieder was Festes. Haut ist Erde, Haut ist anfassbar und sichtbar, ein Gefühl nicht. Man fühlt auf der Haut, aber die Haut ist Erde, ist Körper. Das Gefühl aber kann man nicht anfassen. Das Gehör, also das Hören kann man nicht anfassen, das Sehen kann man nicht.